Willkommen bei einem neuen Video. Ich habe heute wieder eine Germany's Next Topmodel Kandidatin an meiner Seite. Ihr habt euch das ja immer gewünscht, dass wir nochmal mit jemandem ein Gespräch führen. Und was wir zu besprechen haben, das erfahrt ihr jetzt. So, wir sind heute nicht in der gewohnten Umgebung. Man kann es unschwer erkennen, es ist keine graue Wand mit einem Versace-Logo dahinter. Wir sind in Rust. Ja, deswegen habe ich auch ein ganz tolles T-Shirt an. Das I Love EP könnte wofür stehen, für I Love Europa Park. Denn da gehen wir morgen hin mit Juliana. Das heißt, es wird ein ganz cooles Video geben. Und ich dachte eigentlich, dass ich hier der Ängstlichste bin. Aber irgendwie freuen sich alle auf die Achterbahn. Nee, ich dachte, dass ich nicht der Ängstlichste bin. So, bin ich schon völlig verwirrt. Weil alle wollen hier Achterbahn fahren und ich habe ein bisschen Angst, aber jetzt muss ich da durch. Und deswegen dachten wir, um uns mal so ein bisschen einzustimmen, reden wir mal über... Was reden wir eigentlich? Das wissen wir noch nicht so richtig, ne? Wir haben nämlich heute uns nicht groß vorbereitet. Wir dachten, wir machen das mal ganz spontan. Und es ist jetzt, haben wir schon August? Nee, wir haben den 31. Juli, aber wenn das Video online geht, sind wir im August. Also wir sind im August und Germany's Next Topmodel ist jetzt schon ein paar Monate her. Wie ist denn das jetzt so? Vermisst du das ein bisschen oder freust du dich auch wieder, dass du jetzt in deinem Leben bist? Also ich muss sagen, ich vermisse die Zeit schon bei Germany's Next Topmodel. Ist schon geil, oder? Ja, ist schon mega, vor allem das Catering fehlt mir. Ich habe davon gehört. Alle Leute sagen ja immer, es gibt immer so ganz dämliche Grafiken im Internet, so nach dem Motto, koch bei Germany's Next Topmodel, du musst nur einen Apfel servieren. Aber ich weiß ja auch, dass das Catering richtig krass ist, ne? Da gibt es richtig geile Sachen zu essen, oder? Ja, nicht nur. Also ich bin ja ein Fan von Süßigkeiten. Ja, das meinte ich. Nichts mit Apfel. Nichts mit Apfel, richtig. Also sehr viel Süßes, Chips, also wirklich alles, Cola, wirklich alle Süßgetränke, sehr fettig. Also damit haben wir eigentlich auch gerade den Magervorwurf völlig aus dem Weg geräumt. Es gibt dort alles, was ungesund ist. Richtig. Also Germany's Next Topmodel tut ja sehr viel, liegt ja ganz viel daran, dass die Mädels alle ordentlich essen und sowas. Die wollen ja gar nicht, dass wir hungern. Ja, aber was vermisst du jetzt am meisten? Ja, wahrscheinlich nicht nur das Catering, sondern wahrscheinlich auch dieses, also ich stelle mir das so vor, dieses jeder Tag ist irgendwie eine krasse Herausforderung, oder? Weil man weiß ja nicht, was kommt. Auf jeden Fall, vor allem jeder Tag ist eine neue Herausforderung. Neue Kulissen, alles neu und die Outfits, so man wird schön hergerichtet, also wirklich alles irgendwie vermisse ich. Und wie war das? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich meine, man ist dann dabei und checkt man das in dem Moment? Also man weiß, okay, das kenne ich alles so ein bisschen aus dem Fernsehen, aber kann man sich in dem Moment, wo man dreht, vorstellen, dass es bald Millionen Leute sehen oder ist das so, ist man in einer eigenen Welt? Also teils. Also klar ist man in dem Moment einfach so auf sich fixiert und sowas und klar, man sieht die Kamera, ja. Aber einem ist bestimmt noch nicht bewusst, dass das viele Leute sehen, oder? Nee. Und wenn es dann ausgestrahlt wird, wie ist das? Hast du es angeguckt, jeden Tag? Also nicht jeden Tag, sondern einmal die Woche, aber hast du es jede Woche angeguckt? Ich selber muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe das nicht so verfolgt. Ich kann das total verstehen, weil ich habe ja auch mal mit Max an der Sendung teilgenommen, das lief nur einmal, auch Donnerstag. Das ist übrigens die Woche vor Germany's Next Topmodel, das war Frauentausch. Und ich zum Beispiel, ich war total aufgeregt, obwohl ich ja wusste, was ich erlebt habe, weil ich ja nicht wusste, wie es dann im Fernsehen aussieht. Also, man ist schon irgendwie nervös, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn es die ganze Zeit heißt, sag doch mal dazu was. Und die Kamera ist direkt da und Mikrofon direkt ins Gesicht. Und ja. Du denkst so, was sag ich jetzt? Was sage ich jetzt? Vor allem hat man dann Schiss, da irgendwas in Blödsinn zu reden. Und weil das ja so viele Menschen dann sehen, steckt natürlich schon der Druck. Und das Leben jetzt danach, also ich meine, jetzt plötzlich läufst du hier durch die Straße, wir haben dich hier vorhin abgeholt und es ist wirklich ganz total süße Gegend, total familiär. Und das heißt, hier fällt man natürlich viel mehr auf als in der Großstadt. Das heißt, jeder kennt dich wahrscheinlich, wenn du über die Straße läufst, oder? Ja, also, ich bin jetzt keine unbekannte Person mehr, jeder kennt mich richtig, aber die lassen mich eigentlich zum Teil auch in Ruhe. Sie grüßen mich, wünschen mir alles Gute. Wenn ich jetzt aber dann nach Freiburg fahre, ist das auch alles schon ganz anders. Also dann rennen die natürlich auf mich zu, schreien mich an, wollen Fotos, was natürlich auch sehr schön ist. Also ich fühle mich echt geschmeichelt. Und aber ist es manchmal auch anstrengend? Also ich stelle mir so vor, wenn ich jetzt irgendwie so, keine Ahnung, ich glaube, die erste Woche findet man das cool, aber ich meine... Wenn man irgendwie, keine Ahnung, in ein Restaurant geht oder einfach in Ruhe shoppen will, dann kommt ständig jemand. Manchmal ist es doch bestimmt auch anstrengend, oder? Ja, also ich würde
Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, heute mal nicht und habe jetzt nicht so Bock drauf. Wollte gerade sagen, man hat ja mal einen schlechten Tag. Ja, aber ich versuche immer alles professionell zu lösen. Also ich mache dann die Fotos. Ich habe es mir auch ausgesucht und es macht mich auch glücklich, an kleinen Kindern glücklich zu machen. Die stehen vor dir mit so großen Augen und himmeln dich total an. Und da wird dir so warm ums Herz. Dann machst du es einfach. Ja, gut, das bei kleinen Kindern kann man schlecht sagen. Die will man nicht. Aber es war ja so, also wir haben ja auch dich manchmal kritisiert in den Videos. Nicht aus optischen Sachen. Ja. Wir haben immer gesagt, Juliana ist ein super hübsches Mädchen, aber gerade so gegen Ende, also ich sag mal kurz bevor du rausgeflogen bist, hatte man manchmal so den oder die Vorstellung, dass so vielleicht irgendwann die Energie fehlt, was normal ist. Wenn ich mir vorstelle, ich bin in so einem Wettbewerb und der geht dann wirklich richtig lang. Also ich glaube, bei mir würde wahrscheinlich so nach 4-5 Wochen der Punkt einsetzen, wo man so ein bisschen vielleicht faul und lustlos wird. Ich weiß, es würde jetzt niemand zugeben, alle würden sagen, nein, ich kämpfe, aber irgendwann ist man doch auch ein bisschen erschöpft, oder? War das bei dir so, dass du sagst, du warst irgendwann einfach ein bisschen erschöpft, weil es ja auch ein großer Druck ist, oder? Ja, also du vermisst ja auch dann deine Familie, du vermisst einfach so eben deine Familie, deine Freunde, du vermisst es einfach so den Alltag, den du eigentlich gewöhnt bist, da zu haben und jetzt ist halt alles weg, du hast nur noch die Mädels. Du hast nur noch einen Ablauf, du stehst jeden Tag auf, du machst dies, du machst das, wirst hergerichtet hier und du hast halt nichts für dich allein, du hast keine Privatsphäre mehr und irgendwann steigt dir natürlich das zu Kopf, wenn jedes Mal ein Mädchen hier heult, da heult und so weiter und ja. Und du hast wahrscheinlich auch das Gefühl, also das habe ich mir immer so gedacht, ich habe mir mal so die Wochen so ein bisschen ausgerechnet, du hast ja irgendwie auch das Gefühl, eben weil es so lang ist, wahrscheinlich, dass irgendwie auch kein Ende in Sicht ist, oder? Ja, man hofft die ganze Zeit, oh, jetzt könnte es doch mal vorbei sein. So, oh, scheiße, noch 3 Wochen, noch scheiße. Ja. Ich wollte gerade sagen, aber ich stelle mir das auch echt schwer vor, weil das sind, ich glaube, knapp 16 Wochen. Und je nachdem, wie weit du kommst. Ja, je nachdem, also wenn du 16 Wochen und natürlich bis zum Ende kommst, aber irgendwie, ich sag mal so nach 8 Wochen, sag ich mal, hast du Halbzeit. Ja. Aber dir kommt es ja vor, als ob du schon 5 Jahre dort bist, oder? Ja. Also man weiß ja nicht, wie lange es noch so wirklich geht. Man hat ja keinen, man weiß ja nicht, wann es wirklich Ende ist. Oder ist das schon irgendwann anstrengend? Ja, davon muss ich sagen, oder? Dass es anstrengend ist. Es ist schon anstrengend. Es ist ein harter Job. Ja. Aber jetzt, es gibt ja Mädchen, die sagen, ach, ich habe mich nicht so gut dargestellt gefühlt. Warst du mit dir eigentlich ganz weit zufrieden, wo dir gezeigt wurde? Schon, oder? Ich war eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden, weil es ist ja so, die können ja nur das Material nehmen, wie du dich gibst. Also du bist ja eigentlich selber schuld, wenn du dich blöd sozusagen dahinstellst und dich blöd verkaufst, dann nehmen die das zwar. Wenn du dich aber gut benimmst und gut verhältst und so, dann können die auch nur das nehmen. Das finde ich sehr gut, dass du das sagst, weil ich das auch immer sage. Es gibt ja immer Leute, die generell in TV-Shows sagen, ich wurde so schlecht dargestellt, wo ich dann immer sage, naja gut, man kann im Schnitt natürlich eine Situation krasser darstellen, als sie ist. Aber ja. Fakt ist, die Situation hat ja letztendlich so stattgefunden, wie sie ist. Du hast das gesagt, was du gesagt hast. Wenn es aus dem Kontext ein bisschen gerissen wurde, ist normal. Ist ja keine 24-Stunden-Doku. Ist ja aber auch Fernsehen. Genau, aber wenn ich jetzt bei dir überlege, ich glaube auch, dass du eigentlich echt Glück hattest, ne? Ja, ich habe echt Glück gehabt. Würdest du es nochmal machen? Das ist eine coole Frage. ich glaube, ich würde es nochmal tun. Würdest du irgendwas anders machen? Ja, auf jeden Fall würde ich mehr Gas geben. Ja? Ja. Also hast du den dann der Punkt, als du ausgeschieden bist, ich weiß nicht mal, welche bist du, 11., 10.? 11. Warst du in dem Moment enttäuscht oder erst mal froh und die Enttäuschung kam eigentlich erst viel später? Also ich war eigentlich irgendwie aber auch, wie sagt man, erleichtert, dass es jetzt für mich vorbei ist, da ich natürlich mit mir noch ein paar Sachen vorhatte und nicht ganz zufrieden war und ich das dann direkt nach der Show in Angriff genommen habe. Du wurdest ja auch ein bisschen heftig kritisiert dann teilweise gegen Ende. Da hat man ja eh das Gefühl wahrscheinlich, naja gut, egal was ich mache, es ist eh nie gut genug. Also oder vom Gefühl an denkt man ja immer, ja gut, dann schmeißt mich doch raus. Und wenn es dann so ist, glaube ich, denkt man erstmal so, fällt erstmal so eine Last ab. Oder? Also wenn man geht, so stelle ich mir das vor. Ja, also wenn du hörst, okay, du bist nicht weiter, dann klar bist du traurig, aber es ist eben eine Erleichterung. Weil ja auch was Positives zu Hause wartet als Beispiel, ja, ne, die Familie. Ja. Aber ich meine, jetzt mit dem 11. Platz muss man sich ja jetzt auch nicht
für schämen, es ist schon eine lange Zeit. Nein, das ist völlig in Ordnung. Also es, die Türen stehen ja immer noch offen. Du kannst das Beste draus machen. Du hast ja eigentlich auch, ich habe jetzt natürlich nicht alle anderen Kandidatinnen so von den Social Medias verglichen. Ich meine, klar, eine Erstplatzierte hat super viele Geräte, hat auch super viel abgestaubt. Aber du hast ja eigentlich auch ganz gut so Follower abgestaubt, oder? Also hast du eine gute Base hier aufgebaut. Ja. Also insofern, so schlecht kannst du nicht angekommen sein. Ich will jetzt niemanden dissen oder so. Ich meine jetzt so ein Verhältnis, weil ich glaube, als Beispiel eine Romina oder eine Letizia, die ja auch sehr gute Leistungen gebracht haben, sie waren sie im Finale, haben wir, glaube ich, beide deutlich weniger Follower als du, ne? Oder? Das kann sein. Das kann sein. Insofern, Leute, ihr seht, man muss nicht unbedingt weit kommen, um viel Follower abzustauben. Und du warst auf der Fashion, wir haben uns auch gesehen, ich habe das auch erzählt in so einem Video, aber da habe ich jetzt nicht draußen gefilmt, als wir Celine begleitet haben, haben wir uns ja auch bei den Castings gesehen und du bist dann mit Michalski gelaufen. Wie war das? Ja, es war mega cool. Also ich bin ja ganz normal zum Casting hin und der liebe Michalski, der hat mich gleich erkannt und... du warst in seinem Team, oder? Warst in seinem Team, ja. Ja, aber ich habe ja meine Haare gefärbt. Ja, stimmt, du bist jetzt blond. Genau, und er hat sich sehr gefreut, es war sehr schön dort und er hat mich dann auch direkt umarmt und Küsschen hier, Küsschen da. Es war echt alles mega toll und ja, ich durfte ja auch dann für ihn laufen. Mega geile Erfahrung wahrscheinlich, weil du bist ja, glaube ich, in der Show, jetzt im Abgesehen vom Finale, gab es ja generell keine Laufjobs. Okay, es gab diesen Maybelline-Job damals, es gab ein paar Fashion-Jobs, aber bist du, glaube ich, nicht gelaufen, ne? Das heißt, du warst das erste Mal richtig... Genau. Und wie ist das so, wenn man da, das wird ja, ich sag mal, von anderen Models wird das ja manchmal so ein bisschen belächelt. Also ich meine jetzt nicht von anderen Models aus der Sendung, sondern von den realen Models, wie es immer heißt. Mhm. Wie ist das, wenn man beim Casting ist und da sind dann, keine Ahnung, 100 Mädchen, die halt nicht in der Sendung waren, sondern... Ich sag jetzt mal richtig, du weißt, was ich meine, ne? Ja, nicht, ja, dass du jetzt ein falsches Model bist, sondern du weißt, was ich meine. Ist das komisch? Gucken die einen komisch an? Oder ist man da ein bisschen nervöser, als wenn man jetzt die Casting-Situation vorher hatte? Oder? Also ich muss sagen, die Mädels dort, die waren sehr nett, aber die waren auch so in sich gekehrt. Also die waren sehr ruhig, die saßen hauptsächlich nur da, hatten ihr ein Buch in der Hand, haben das gelesen dann und die waren wirklich sehr ruhig. Und unsere Mädels natürlich von der Show, also... Letizia und die, die man halt bei den Castings getroffen haben, die waren halt so lebendig. Und, ein bisschen lauter. Ja, die waren halt laut, die waren, wir haben uns halt ganz normal verhalten, also waren nicht angespannt, haben uns einfach gefreut, uns auch wiederzusehen. Vielleicht lag das daran. Glaube ich auch. Weil bei dem einen Video, was wir gemacht haben, da haben wir so eine Fitting-Szene gezeigt und hat jemand drunter geschrieben, oh, da ist ja richtig gute Stimmung. Also die haben das ein bisschen... lächerlich gemeint, aber ich glaube, was viele nicht verstehen, ist, dass das ja ein krasser, also ein harter Job ist, ne? Wenn du beim Fitting bist, du bist angespannt, weil du überlegst, okay, wie präsentiere ich das jetzt? Und der Designer denkt sich, passt das Mädchen? Also, ist kein, wie sagt man, ist eine Jobsituation, ne? Also, vor allem finde ich es krass, nochmal zu den Castings zurück, wie das abläuft. Also, du gehst da rein, hast deine 2 Minuten, und er sagt tschüss und nimmt, wenn überhaupt, hier deine Setcard. Und dann musst du bangen, ob du den Job hast oder nicht. Und die sagen nicht mal ab in der Regel, die, ne? Die melden sich einfach nicht. Die melden sich einfach nicht. Und du denkst dir so, hoffentlich klappt's, bitte, hoffentlich krieg ich den Job. Ja, das ist, ich finde es auch mal krass, ne? Also man geht da so hin und dann melden die sich nicht mehr. Ja, ich finde, eine Absage könnte man doch da geben. Ja. Aber vielleicht sind die so im Stress. Klar, wenn die sich 100 Mädchen angucken, die können natürlich 100 Mädchen nicht unbedingt absagen. Nein. Aber was mich total interessiert, ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es gibt zum Beispiel Mädchen wie, wie hieß sie? Lynn als Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Wie gesagt, Leute oder Lynn, wenn sie gerade zugucken sollte. Ja, du darfst gerne drunter schreiben. Zum Beispiel, sie soll jemand sein, die gesagt hat, die hat die Show als Erfahrung mitgenommen und fand es mega geil, aber sie geht in ihr normales Leben zurück. Mhm. Also sie macht einen normalen Job. Wäre das für dich auch eine Option oder ist es schon so, dass man jetzt diese Fashion Week Luft oder Fashion Luft generell oder Entertainment Luft geschnuppert hat, dass man sagt, naja, eigentlich will man schon irgendwie am Ball bleiben? Ja, also für mich, ich will klar am Ball bleiben. Ich möchte auf die großen Laufstegs. Ich habe noch viel vor. Finde ich gut. Also ich kann beide Seiten verstehen. Wobei ich kann mehr deine Seite verstehen. Ich denke immer so, hey, wenn man da dabei war, dann will man doch alles, aber nicht mehr diesen Weg zurück, oder? Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das bei dir weitergeht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt an Juliana, dann könnt ihr sie unten in die Kommentare schreiben. Ihr könnt ihr natürlich auch in den Social Medias folgen, die wir in der Infobox haben. Und wir werden jetzt nämlich auch bald ins Bett gehen, weil wir haben morgen einen super, super anstrengenden Tag
im Europa-Park. Also eigentlich ist er nicht anstrengend. Alle denken jetzt, wie anstrengend. Ich habe ein bisschen Angst vor den Achterbahnen. Wir haben ja vorhin schon mal geguckt. Und das alle sind cool. Ja. Du bist ganz cool, Marc ist ganz cool. Ich bin so, oh mein Gott. Aber wir gucken mal, wie wir das machen. Und ihr werdet es auf jeden Fall im Video sehen. Und ich würde mal sagen, an dieser Stelle gebt mal einen Daumen nach oben. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Wir werden sie auch haben. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder.